1970 war die Anzahl der Verkehrstoten in Deutschland auf nahezu 20.000 gestiegen. Vor diesem Hintergrund wurde der erste Rettungshubschrauber in München in Dienst gestellt, unter Federführung des ADAC. Das Konzept: Der speziell ausgestattete Hubschrauber bringt den Notarzt und den Sanitäter schnellstmöglich zum Notfallpatienten. Nach dem Vorbild des Christoph I werden drei Rettungshubschrauberstationen in Köln, Frankfurt und Hannover als Modellversuch eingerichtet. Neben dem Notarzt und einem Rettungsassistenten sitzt ja in diesem Hubschrauber ein Pilot der Bundespolizei. Das muss man aus der Geschichte des Rettungswesens in Deutschland verstehen. Die Bundesländer sind zuständig für das Rettungswesen, haben aber nicht die finanziellen Mittel gehabt. Der Bund, der Bundesinnenminister damals, hat entschieden für den Katastrophenschutz. Das ist eine Aufgabe des Bundes, Hubschrauber zu beschaffen, sie den Ländern zur Verfügung zu stellen und sich dafür die Kosten erstatten zu lassen. Das ist ein Modell, das auch Stabilität bedeutet, um das uns viele in Europa beneiden. Im Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen und privaten Betreibern entstand in Deutschland ein flächendeckendes Netz von Luftrettungsstationen, das in der Welt einmalig ist. Unter Beteiligung von Feuerwehr und anderen Rettungsdienstorganisationen versorgen über 50 Stationen die gesamte Bundesrepublik. Im Auftrag des Bundesministeriums des Innern stellt die Zentralstelle für Zivilschutz des Bundesverwaltungsamtes anteilig Hubschrauber für den Einsatz im Zivil- und Katastrophenschutz zur Verfügung, die vom Rettungsdienst der Länder genutzt werden. Piloten und technisches Bodenpersonal für diese Hubschrauber kommen vom Bundesgrenzschutz. In Magdeburg wird Christoph 36 in Dienst gestellt. Der erste vom BGS betreute Rettungshubschrauber in den neuen Bundesländern. Innerhalb eines Jahres werden vier weitere Stationen in Nordhausen, Güstrow, Brandenburg und Dresden übernommen. Bundesweit betreut der BGS jetzt 16 Luftrettungsstationen an Krankenhäusern mit Hubschraubern des Typs Bo 105 CBS 5 und Bell 212.